Hallo und herzlich willkommen zu Alle Farben Kitchen. Ich werde heute zusammen mit einem Gast kochen, dazu komme ich später. Und zwar werden wir dreierlei Salatschiffchen machen. Dazu habe ich Chicorée einmal und Römersalat, verschiedenfarbig. Einmal so ein bisschen den lilanen und einmal den klassischen grün. Wir werden dazu ein Salatschiffchen mit Pilzen machen, ein Salatschiffchen mit Lachs-Tatar, mit Mango zusammen und einen mit Banane und Ziegenkäse. Sehr interessante Kombis, aber ihr werdet später sehen, es passt sehr gut zusammen, sehr lecker. Ist auch relativ frisch, weil es wird jetzt gerade wieder warm und man isst dann wieder vielleicht irgendwie gerne mehr Salat und hat damit halt eine Alternative, weil es ein bisschen herzhafter ist. Ich werde jetzt mal dazu kommen, Zutaten zu erklären. Und zwar werde ich für den mit den Pilzen, werde ich Shiitake-Pilze, Shiitake-Bacon machen. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, das werde ich heute das erste Mal. Ich habe viele interessante Rezepte dazu gesehen. Eins hat mir sehr gut gefallen dazu und das werde ich ausprobieren. Wichtig dazu ist, um diesen Bacon-Geschmack zu haben, man braucht irgendwie ein Räucheraroma und ich habe dazu Räuchersalz. Dazu werde ich Pilze einkochen zusammen mit ein bisschen Sahne und Käse. Und dazu benutze ich auch die Shiitake-Pilze, Champignons und Kräuterseitlinge. Und das Ganze in der Pfanne mit Kräutern zusammen und ja, Sahne und ein bisschen Käse zusammen einkochen und das Ganze in das Schiffchen geben. Ich zeige euch dann später, wie das funktioniert. Als zweites haben wir die Schiffchen mit Lachs-Tatar. Da werde ich Lachs, ein bisschen Fenchel, ein bisschen Gurke und Mango zusammen mit Kräutern klein schneiden und natürlich abschmecken mit Salz, Pfeffer, Zitrone, Limette und auch in die Schiffchen geben. Als drittes haben wir dann die etwas spezielle Variante, weil ich habe hier den sehr bitteren Chicorée. Finde ich immer gut, wenn man was Süßes dazu hat. Dazu werde ich Banane und Ziegenkäse, sowohl Honig dazu tun in der Soße und das Ganze zusammen auch servieren. Natürlich zum Schluss vielleicht ein bisschen was zum Toppen. Also ich habe hier noch Granatapfel und Koriander zum Beispiel. Es passt sehr gut noch dort oben drauf. Soweit die Vorbereitung, soweit zur Erklärung, was ich heute mache. Wie vorhin schon erwähnt, ich bin heute nicht alleine in der Küche. Ich habe mir Hilfe gesucht und zwar der Leonard wird heute mitkochen. Den kennt ihr wahrscheinlich besser als Laos und zwar spielt er Trompete bei mir Live-Shows. Hi erstmal. Hallo zusammen. Genau, und wir werden heute zusammen dieses Schiffchen kochen, wo ich mich schon drauf freue, weil es heute doch das erste Mal ist, dass ich so eine Sendung mache. Vielleicht hier und da noch ein bisschen aufgeregt, aber ich bin in meinem Element, ich koche gerne und ich glaube, es wird eine tolle Sendung, wird ein toller Tag auf jeden Fall. Definitiv. Und die Überleitung, und zwar, wie gesagt, ihr kennt Leonard von den Live-Auftritten wahrscheinlich. Genau. Und jetzt auf meinem bald rauskommenden Album hat er ein Lied sogar mitgeschrieben, genau. Und mehrere Lieder wieder Trompete gespielt. Und ich freue mich deswegen auch, mit dir dann auf Tour zu gehen. Definitiv, same here. Ja, ich freue mich mega drauf, gerade auch wieder auf die ganze Tour im Sommer. Und auch deine erste eigene Konzerttour im Dezember, im Winter. Und ja, ich vermisse es schon. Das ist gerade nach einer Winterpause. Ich habe wieder richtig Bock, auf die Bühne zu gehen. Ja, lass uns doch mal starten. Ich würde sagen, wir fangen, weil am meisten Zeit brauchen wir mit den Pilzen. Beim Schnibbeln. Schnibbeln und dann auch beim Kochen und Backen. Genau. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Shiitake-Pilzen. So zwei Drittel davon brauchen wir so, sag ich mal, in breite Streifen. So ungefähr. Daraus machen wir nämlich dann gleich den Bacon. Gerade eignet sich, weil Pilze oder beziehungsweise im speziellen Shiitake natürliche Geschmacksverstärker drin haben. Gerade dann eignet sich es, finde ich, zur veganen oder zur vegetarischen Ernährung, weil es sehr viel Geschmack hat. Das sind Glutamine, kommen in der Natur halt im Fleisch vor, in bestimmten Milchprodukten, also in bestimmten Käsesorten und halt in diesen Shiitake-Pilzen. Und natürliches Glutamat ist es im Grunde genommen. Getrocknete Tomaten haben das auch. Vor allem, wenn man die Sachen trocknet, erhöht sich natürlich nochmal dieser Faktor. Wir werden nämlich auch die Shiitake-Pilze trocknen bzw. crispy machen, damit sie zum Bacon werden. Und dann wird dieser Geschmack wird natürlich intensiviert. Und finde ich eine sehr spannende Sache, so Chemie in der Küche ein bisschen zu verstehen oder ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Und da gehört halt dann auch Glutamat dazu. Ich bin eigentlich gelernter Profikoch, deswegen habe ich gelernt, immer beim Schneiden immer die Fingerkuppen so machen. Genau. Weil dann behält man die noch. Zum Trompetenspielen zum Beispiel. Beim Shiitake-Bacon, ich werde jetzt dazu tun Räuchersalz für die rauchige Note. Und wenn man das zum Dosieren an die Finger nimmt, dieser Rauchgeruch, der geht ewig nicht raus. Also lieber lassen.
von den Champignons auch alle machen oder noch was übrig lassen? Die machen wir alle. Okay. So, alle. Dann Pfeffer dazu. Ich nehme Sesamöl, weil das hat noch so sehr nussige Note, sehr lecker, passt auch sehr gut dazu. Shiitake-Pilze viel in der asiatischen Küche benutzt, Sesamöl ebenso. Die haben lange Erfahrung mit Zutaten, die zusammenpassen. Ich finde es auch sehr gut, darum benutze ich Sesamöl sehr gerne. Ich tue dann jetzt noch Honig dazu und zwar karamellisiert er später sehr lecker. Das bringt auch eine sehr geile Note mit rein. Bisschen Cayennepfeffer für die Schärfe. Mache ich nicht so viel drauf, weil ich es nicht so gut vertrage, aber wenn ihr zu Hause das nachkochen wollt, ihr könnt ruhig ein bisschen mehr reinmachen. Ihr könnt auch Paprikapulver benutzen, passt auch sehr gut dazu. Ich selber lasse es heute weg. So, jetzt brauche ich zwei große Löffel. Hast du da was vorbereitet? Zwei, warte. Perfekt. Einen habe ich. Der Mann hat immer alles dabei. Warte, vielleicht hier nicht. Ja, doch. So. So, immer nicht zu viel Gewürz vorher dran. Gerade Salz und Pfeffer könnt ihr später zum Schluss nochmal drauf geben zum Abschmecken. Daher, ich habe jetzt so eine gute Prise von dem Räuchersalz drauf gemacht. Ich denke, das reicht. Aber wie gesagt, wenn es euch nicht reicht, der eine oder andere mag es auch salziger, kann man später noch nachwürzen. So, ich werde die Pilze jetzt so, wie ich sie ein bisschen mariniert habe hier, auf ein Backblech geben mit Backpapier. Das habe ich hier an der Seite schon vorbereitet. Und die ausbreiten, also möglichst gleichmäßig ausbreiten. Und dann werde ich gleich den Ofen vorheizen auf 180 Grad. Also das heißt, wir packen die gar nicht zusammen, die ganzen Pilze? Nee, die hier, das ist der Bacon. Okay, got it. Und das andere machen wir in der Pfanne. Okay. Die Shiitake-Pilze, da kannst du auch schon mal machen. Was wir noch brauchen, und zwar Kräutercreme fraiche. Für den Kräutercreme fraiche habe ich Rosmarin, Salbei, Thymian und Oregano. So, hier ist noch ein bisschen Bohnenkraut dazwischen gerutscht. Aber diese Kräuter werde ich jetzt verwenden für den Kräutercreme fraiche. Genau, für den Zaubertrank. Für den Zaubertrank. Bist du eher Asterix oder Obelix? Boah. Fiese Frage. Ne? Fiese Frage, weil ich finde eigentlich den gemütlichen Obelix ganz gut. Wer war der schreckliche Bänkelsänger? Miraculix war der Druide, glaube ich. Trubadix, genau. Ja. Wenn du willst, kannst du mir jetzt bei den Kräutern hier helfen. Ja. Das ist Oregano. Das ist eher ein bisschen. Ja. Er ist eher ein bisschen schwächer, brauchen wir ein bisschen mehr. Und der Salbei ist auch relativ stark und ich kenne sehr bitter. Oft, dass man das Blatt eigentlich nur dazulegt, damit das auch immer abgibt, nicht, dass man das klein hackt. Oder hacken wir das klein? Wir hacken das klein mit. Okay. Also das heißt, es bleibt drin, das wird nicht rausgenommen. Genau, es bleibt drin. Okay. Darum nehmen wir aber auch nicht so viel, weil es ein relativ starkes Gewürz ist. So, jetzt bereite ich schon mal vor, wir braten die Pilze an. Yes. Ich hau beide Packungen rein, ne? Creme fraiche. Bist du großer Fan von Gas? Ja, ich liebe Gas. Ich habe zu Hause selber ein Gasherd und streiten sich immer die Gemüter gehen auseinander. Manche lieben Gas, manche Induktion. Ich finde, beides hat was. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe auch einen Gasherd, aber manchmal ist es teilweise, gerade wenn du so Rührei machst und wenn du eine alte Pfanne hast, die nicht so geil beschichtet ist, dann hast du es voll schnell, dass es zu schnell heiß wird. Ja, weißt du? Das ist halt dann Gewöhnungssache. Also ich glaube, wenn du deinen Herd kennst. Ich klopp das rein, ne? Genau, klopp das rein. Salz und Pfeffer abschmecken. Ein bisschen Zitrone rein? Bisschen Zitrone rein, das klingt sehr gut. Ja, genau. Für die Pilze, ich nehme Schalotten dazu und Knoblauch. Viele benutzen halt auch gerne einfach Zwiebeln. Ich finde Schalotten, die haben einen feineren Geschmack, einen schöneren Geschmack. Genau, so salzt man. Genau. So, grobe Würfelchen mache ich hiervon. Sonst verbrennen die auch zu schnell. Bist du jemand, der Soßen mit Zucker anreichert? Oder nur zum Korrigieren? Vielleicht zum Korrigieren. Es kommt drauf an. Ich bin grundsätzlich eigentlich schon, ich muss sagen, das machen die in eigentlich fast jeder großen Küche, wird auch Süßes verwendet. So wie wir jetzt hier zum Beispiel auch Honig rangemacht haben. Weil, so wenn es karamellisiert, das schon ganz lecker ist. In Soßen bin ich weniger der Fan von. Ja. Es gibt Soßen, da
kann man es vielleicht dazu. Nicht, da gehört es dazu, ja. Aber nicht grundsätzlich in jede. Ich stelle dir ein Sylter Dressing vor, ohne Zucker, ist natürlich voll die Zuckerbombe, aber dann schmeckt es halt nur nach Joghurt, ne? Also ich würde lieber was Süßes im Herzhaften als eine süße Speise. Ja. Mag ich lieber, also ich bin nicht so die Naschkatze und was wir heute auch machen, wir mixen alles. Süß mit Herzhaft. Ja. In der Zwischenzeit ist unser Ofen warm geworden und ich kann die Pilze in den Ofen tun. Erstmal für 10 Minuten, dann werde ich sie wenden, dann noch weitere 10 Minuten. Und das Ganze wiederhole ich, bis die knusprig sind. Ich denke mal, es sind so 40 Minuten. Ja, die Idee für meine Rezepte, ich muss sagen, ich bin berufsbedingt, wie ihr alle wisst, reise ich sehr viel. Und ich probiere gerne aus und ich nehme das mit von den Reisen, was ich spannend finde oder was mir schmeckt und versuche selber entweder zu Hause nachzukochen oder abzuwandeln, wenn ich sage, hey, da könnte ich mir noch was vorstellen, was ich von da und da kenne. Und so komme ich dann halt auf Ideen. Also Salatschiffchen ist definitiv keine neue Idee und auch nicht unbedingt mit Pilzen zu machen. Aber ich finde es halt spannend, diese Komponenten zusammenzubringen. Weiß nicht, zum Beispiel den Ziegenkäse mit was Süßem, das kennt man halt natürlich irgendwie vielleicht aus der türkischen Küche oder griechisch auch, ne? Griechisch, aus der südländischen Küche. Dann haben wir ja halt auch noch den Lachs-Tatar mit Mango, das ist halt auch eher ein bisschen exotisch, das ist halt eher mehr asiatische Richtung. Und ich mag diese Küchen zusammenzubringen. Die Pilzpfanne, das ist eher wirklich mitteleuropäisch, fast schon eher deutsch. Und das finde ich das Spannende daran, dass ich reise, dass ich überall essen kann, dass ich halt auch diese Sachen dann mit nach Hause bringe. So, ich lasse das Ganze jetzt köcheln und genau, jetzt haben wir Zeit ein bisschen zu reden. Man muss dazu sagen, Laos, also Leonard, ist nicht nur als Trompeter tätig bei mir, sondern auch bei vielen anderen und er ist begabter Musiker und hat auch vor kurzem seine erste Single released. Ist schon ein halbes Jahr her. Man kann aber darauf hinweisen, dass doch wird noch einiges rauskommen. Und ich freue mich auch, wir werden auch nochmal ins Studio gehen. Demnächst haben wir uns auf jeden Fall schon verabredet für. Genau. Ja, erzähl doch mal über deinen Sound vielleicht ein bisschen. Also generell finde ich es ganz interessant, weil ich die Frage oft gestellt bekomme, sag mal, in welche Richtung ist das? Und es ist manchmal nicht ganz so einfach zu erklären, was ja vielleicht auch das ganz Gute ist daran, weil es ein bisschen outstanding ist. Dazu muss ich sagen, dass ich hier ursprünglich aus der Klassik komme und dann ganz lange Techno gemacht habe und jetzt den kommerziellen Weg eingeschlagen habe. Kann man musikalisch so eine Mischung einordnen? Auf jeden Fall Pop mit relativ poptypischen Melodien und Toplines, aber die Produktion dahinter dann doch eher ein bisschen edgy und cool. Keine Ahnung, eine Mischung aus Michael Bublé, Lauf und Flume. So, als nächstes, wir können schon mal vorbereiten, dieses Schiffchen. Guck mal, jetzt haben wir ja die hellen und die dunklen. Und ich finde, für die Pilze passend, weil die auch ein bisschen größer sind, ja. Könnten wir vielleicht die dunklen für die... Oh. Das quasi als Teller sozusagen. Die, genau, als Förmchen. Die werden als Förmchen, obwohl ich die hier sehe, die sind nicht so... Die sind nicht so stabil, ne? Die sind nicht so stabil. Eignet sich als Förmchen natürlich am besten, aber geschmacklicher. Ja, das wäre unpassend, aber genau, wir können die hier schon mal ausbreiten. Dafür würde ich sagen, nehmen wir... Die dunklen willst du jetzt, ne? Genau. Wir fangen einfach hiermit mal an. Und dann können wir die dunklen einfach schon mal so gucken. Trapieren, dass sie nicht so gammelig sind. Versuch mal, die am besten, die so schiffchenmäßig sind, zu nehmen. Ich finde, es macht optisch auch was her, wenn man so Salat als Geschirr nimmt, als Schiffchen nimmt. Auge ist mit, voila. Das Auge ist nämlich mit, ja. Ja, jetzt hast du sehr schön irgendwie beschrieben, wie dein Sound ist und wie sieht's denn aus? Du hast mir vorhin irgendwie erzählt, du hast einige Sachen jetzt auch in der Pipeline schon fertig. Ich durfte auch schon ein bisschen reinhören. Erzähl doch mal, was steht an? Ja, ich habe jetzt das ganze letzte Jahr quasi jede freie Minute genutzt, wenn ich zu Hause war und nicht mit dir oder auf Tour war. Saß ich im Studio und habe halt dran gefeilt, habe mit vielen Sängern zusammengearbeitet und immer weiter ausprobiert. Natürlich die Trompete immer dabei, in manchen Liedern ein bisschen mehr, in manchen Liedern ein bisschen weniger, je nachdem, wie es von der Soundscape passt. Aber das soll schon so das Signature-Element sein. Und jetzt kann ich es kaum erwarten und schar mit den Hufen und klapper mit meinem Beutel.
Dass was Neues rauskommt. Genau, richtig. Dass langsam die Songs rauskommen 2019, wird auf jeden Fall einige Sachen zu hören geben. Da freue ich mich mega drauf. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, ihr könnt auf seine Instagram-Seite, auf seine Künstlerseite auf Laos Music war das gehen. Mhm. Es gibt, also mich hat es zumindest genervt, dass man, wenn man Granatapfel macht, das spritzt immer rum und gerade wenn man was Weißes trägt oder was Helles trägt, die Flecken gehen nicht gut raus. Und da habe ich vor kurzem, ich muss zugeben, auch aus einer anderen Kochsendung, habe ich gesehen, man schneidet den einfach nur an und pellt ihn unter Wasser. Das zeige ich auch gleich. Spritzt nicht rum und das Geile ist, da sind ja so kleine weiße Fusseln dazwischen. Die schwimmen auch oben, weil es leichter als Wasser ist. Und die Kerne sind natürlich schwerer als Wasser, also gehen die zum Boden. Ist sehr praktisch, du hast die Kerne dann gleich einzeln. Genau, dann kann man jetzt einfach so ein bisschen nach unten stülpen oder sieht super aus. Ich finde find ja auch mal, die sehen aus wie so kleine Rubine. Ja. So, wir sind bei dem zweiten Schiffchen angekommen, und zwar das Lachs-Tatar. Dazu verwenden wir Fenchel, wir benutzen Mango, etwas Gurke und natürlich den Lachs. Dazu kommt Koriander und wir schmecken das Ganze mit Limette ab. Genau, und ich zeige euch einfach mal kurz, ich finde es zum Beispiel sehr wichtig, dass man gerade irgendwie Fenchel sehr, sehr dünn schneidet, weil ich finde, sonst ist der Geschmack, also man hat dann so viel zum Kauen im Mund und so kriegt man den Geschmack besser mit. Der Fenchel ist auch super frisch und lecker, also top. So, ein bisschen geschält, dann schneide ich das in zwei Hälften. Und ich schneide es nicht so in Scheibchen, sondern ich schneide hier so ein bisschen quer. Dadurch hat man so längere Stücken, finde ich optisch viel schöner und man kann es halt auch mit in diese Schiffchen. Die Schiffchen haben ja eine längliche Form, kann man ganz gut reinlegen. Wir haben jetzt alle restlichen Sachen vorbereitet. Die Pilze sind fertig. Hier ist das Thunfisch-Tatar mit dem Gemüse. Und hier sind die Bananen mit dem Ziegenkäse. Ich muss jetzt die Sachen nur noch umrühren, fertig machen und dann müssen wir sie garnieren. Genau, also das einmal gut durchrühren. Er bereitet schon vor die Garnitur. Also das die Cherie on top. Genau, dass wir das ein bisschen verschönern können. Weil das Auge ist immer mit. Das finde ich, es gehört einfach dazu, dass das Ganze auch ansehnlich ist, finde ich. Klar, so ein Eintopf geht auch mal und ist auch ziemlich lecker, muss ich sagen. Aber wenn man kann, dann finde ich es ganz schön, wenn man halt was aus dem Essen rausholen kann. Ich habe ihm die Mango zum Probieren gegeben, die ich aus Thailand mitgebracht habe. Und er ist da hingeschmolzen. Ihr hättet das hören und sehen müssen. Das war sehr lustig. Ja, das war echt Schockgesell. Es war sehr gut. Ja, krasser Unterschied zu den Mangos, die man hier kaufen kann. Wir werden jetzt die Schiffchen beladen. Wir fangen an mit Banane und Ziegenkäse. Mit dabei ist Honig und etwas Thymian. Also der süßen Komponente. Genau, die süße Komponente. Und on top werden wir geben ein bisschen Balsamico-Essig. Und den machen wir in Chicorée, weil Chicorée eh schon eher bitter ist. Genau, eine gute, das passt alles sehr gut zusammen. Genau, für die Säure ist der Balsamico-Essig. Und wir tun noch ein bisschen, ist auch nicht jedermanns Sache, wir tun noch ein bisschen Erdnuss dazu. So, ich habe jetzt hier Thunfisch-Tatar mit dem Gemüse und werde damit die Römersalatschiffchen befüllen. So, jetzt sind wir angekommen beim Anrichten der Pilzschiffchen. Da fangen wir an mit einem Kräutercreme fraiche, was wir vorhin vorbereitet haben. Da werden wir dann zeigt das einfach mal, werden wir die ausstreichen, so. Nicht zu viel, weil die Pilze sind auch relativ soßig. Die machen wir als nächstes drauf. Vielleicht kannst du das mal kurz halten. Ich halte das immer hin. Können wir das kurz zeigen. Mal die Pilze drauf. Gut, dass sie nicht flöten gehen. So. Ein kleines bisschen noch hier. Und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt, die sehr gut dazu passen. Das Topping. Das ist zum einen Parmesan. Ich finde, der passt auch zu vielen Sachen, ist auch ein sehr, sehr schöner Geschmack. Dann haben wir Granatapfel.
Das gibt nochmal eine Säure. So. Und zum Schluss haben wir hier den Shiitake-Bacon. Wie ich finde, er ist sehr gut geworden, das erste Mal ausprobiert. War ein Experiment, ich finde es sehr gut. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Den geben wir zum Schluss noch drauf. So. Und ein bisschen Schnittlauch. Ein bisschen Schnittlauch. So. Und fertig ist es. Fertig ist die Maus. So, wir sind jetzt fertig mit Anrichten. Wie ihr seht, die drei Schiffchen sind bereit zum Essen. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an. Ja, let's go. Mein Favorit sind die Pilze auf jeden Fall. Und lass uns doch mal damit starten. Ja. Das handlichste mal raussuchen. Und wo am meisten drauf ist, natürlich. Natürlich. Ich glaube, das war gut hier. Schmeckt richtig schlecht. Nee. Geil. Danke. Ja, danke. Danke, dass du hier warst. Ja, danke. Vielen Dank fürs Kochen. Bitteschön. Wir geben dem Team jetzt auch mal welche raus. Echt? Ah. Ich glaube nicht.